Ja, wo Du? lebt noch? Der möchte gerne im Gebüsch nachladen. Muss er ja machen, ne? Ja, zwei Oh, Aktionen. muss man tun, wenn man einen Bogen hat. Dann, die Kamana-Team sind dran. Und dieser Skerro, was macht der? Kommt der jetzt auf ihn zu oder ist denn aus? Nochmal, wie bitte? Der Funkenschlag, meinst du? Dieser Funkenschlag, genau. Kommt der jetzt da drauf zugestürmt oder wie sieht denn das aus für Das ihn? jetzt gerade bettelt er sich mit dem Pferd. Ja, noch gerade. Das kommt dann gleich auf der 13. Da gucken wir uns mal die Loyalitätsprobe von ihm an und dann entscheiden wir Ich das. hab schon gewürfelt, ich habe 10 gewürfelt, das ist Ja, sieht gut aus. Dann wird Funkenschlag auf ihn gleich stürmen. wenn er das nicht Das kann sieht, er aber lädt er nicht nach. sehen, Dann weil lädt er er nach ihm nach. handelt. Richtig. Dann So, lädt er nach. Kamanats beißen nach dem Schild von Boltax. 1, 2. Einer hat getroffen. Das ist ein Gardian, die helfen beide. Das sind jeweils zwei Schildpunkte. Dann hast du noch vier Schildpunkte. Genau. Kamanat-Team sind durch, zumindest die auf der 9. Dann kommen die Ghule. Die Ghule sind jetzt da und orientieren sich immer nach dem nächststehenden Gegner. Kamanat. Und diese hier haben Raphim und Kamanats. Ghule sind keine Dämonen, Ghule können durch den Gardian. Aber dann kriegen Ghule jetzt eine 15er Körperbeherrschungsprobe, weil sie auf Dämoneneis laufen. Ja, kriegen sie. Ah, ist richtig, ist richtig. Gucken wir Und mal. das werden die halt alle nicht schaffen. Nee, Wie viel warte mal, Wirkungsdauer nee, hat warte, warte, dieses? warte. Gardianum, nö. Ist innerhalb dem Gardianum-Kreis Ja, genauso wie aber du. er ist hier gespawnt, oder nicht? Nee, Oder die sind, wo er erstmal herkommt? die sind genau auf auf diesem Riss. Ja, stimmt, dann Die kommt sie aus dem tauchen unter Gardian. euch auf, bröckelt weg, ziehen sich nach oben, stehen im Gardianum von Iserun, interessiert hier nicht, weil keine Dämonen, sondern Tiere in Anführungsstrichen, beziehungsweise untote Krankheit. Lasst euch nicht beißen. Lasst euch nicht beißen, Das Leute. waren die Ghule auf der 12. Die kann man nach dem oben, den Kampf würfel ich nicht aus. So, dann sind das umgewandelt vier Angriffe, beziehungsweise zwei Angriffe auf Raphir. Von den Ghulen, die sich gerade ausgebuddelt Ja, haben? die haben sich die ganze Zeit ausgebuddelt, die stehen jetzt vor dir kräftig an. Aber wie können die sich dann teleportieren, wenn die sich hier ausbuddeln und dann tauchen die auf einmal hier auf? Dann sagen wir Nee. halt vorher, dass die da auftauchen. Du hast sie hier liegen Auf gehabt der und dann. auf der ganzen Risslinie. Aber hier Die ist kein standen. Riss. Doch, Das doch hier. wird doch eingezeichnet. Das Aber ich Rote. dachte, Bortax hat das Ding nicht aufgemacht. Nee, Genau aber hier. die haben gegraben, deswegen hat Aber das die noch zwei waren. Kampfrunden Der Riss gedauert. gibt ja nur den Gang an, in dem Ah, sie okay. saßen. Ah, Die können okay. da nicht Gut, dafür ja. Du wusstest ja nicht, wo die sind, wo die rauskommen. Technisch nicht gesehen können sie auch hier hinten irgendwo raus. Aber Dann ja, zieh ich genau. vor. Dann zieh ich Gut. vor. Dann ziehst du vor. Ich möchte den Ghoul-Speer hauen. Mit einem guten alten 5er Wuchtschlag. Ein Geiz. Oh, die sind zwar nicht richtig untot, aber ich glaube, die haben trotzdem keinen Bock auf Parade. Lebenssinn und so ein Blöd. Also, die haben ihren Lebenssinn verloren. Dementsprechend werden die nur angreifen. Wunderbar, dann greife ich den gleichen nochmal an mit dem 5er Wuchtschlag. Was hast du gesagt? Ein Speer, ne? Lebenspunkte sind eingetragen. Ja. Die haben eine Schreckgestalt. Würfel mal eine Mutprobe. Hätte mich jetzt auch Also sehr gewundert. sogar aus Versehen um 5 erschwert. Ja, der Speer ist halt Toast. Speer ist tot? Also außer er überlebt 21 Schaden. Du hast Dann zweimal ab. gedrückt, ne? Einmal Ja, genau. 21, einmal 20, dann ist der erste weg. Dann hast du noch einen Dann Ghoulfresser. richtig, den hau ich auch nochmal. Aber es wäre umgewandelt, dann kriegt er nur einen Einerwuchtschlag. So. Schaden. 20 20. minus 2 sind 18. In den Schilderarm. 10. Ja, dann kannst du mal bitte die Lebenspunkte vom Ghoulfresser abziehen. Er hat noch 17. Okay. Jetzt kann er mich angreifen. Dann würfel ich mal mit meinem Ghoulfresser. Und zwar, nee, Speer, hast du gesagt. Attacke 13. Was? Der Speer ist tot. Der Genau, Fresser die ist da. Der Ghoulfresser. Fresser. Dann hat er eine AT von 11. Hector, möchtest du mal würfeln, bitte?
Sieht gut aus. Die machen 1W6 plus 2. Die sind nämlich in Masse gefährlich, nicht als einzelnes Tier. Ist egal, wo du mich triffst. 6 plus 2. Komm nirgendwo durch. Du siehst, wie er sabbert und sich seine grünen Zähne in deinen Panzer bohren, bleiben wohl an der schwarz-roten Rüstung von dir kleben und brechen ab. Geifer tropft runter. Das war die 12, Funkenschlag. Loyalitätsprobe geschafft, greift Kervo an. Genau. Mhm. Kervo ist nicht schneller, oder? Nee. Warte. Der wird wahrscheinlich zwei Angriffe machen. Ja. Der wird wahrscheinlich zwei Angriffe machen. Auf die 12? Genau. Und zwar wird dann halt erschwert. Wirft jetzt beide gleich aus. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? Der hat noch volle Lebenspunkte. Genau. Ich gucke gerade Kervo an. Ja, er hat 18. Da liegt kann er wahrscheinlich 4W6. Leider nicht ausweichen, schätze ich mal. Schwerlich. Hauptsache du schießt Beutax nochmal in die Fresse. Hey, Finger weg von meinem Boy. Also, das sind unserem Boy. 2x 2W6, 1. 2W6 plus 2 und nochmal. Ich würfel's diesmal. 3x3, dann hat er. Warte mal. Sind 8 und dann würfeln einfach direkt 2W6. 15. 9. Er ist tot. Oder? Einmal geht er auf 15. So, und dann geht er von der 15, bekommt er 7 minus 3 sind. Nee, 9 minus 3, 6. 9? Achso, genau, weil plus 2. Ja. 6 TP, die er kriegt. Ja. Das ist aber ein 9 LEP. Passt. Ja, nachgeladen hast du? Beifall? Oder nochmal? Ich weiß nicht, ob er noch einen hat. Wahrscheinlich in der Situation wird er die wahrscheinlich hernehmen. Und da gerade ein Viech vor ihm steht, macht es nur Sinn, dass er auf das schießt, weil sonst ist er tot. Nein! Na gut, schieß. Fun Fact des Tages: DSA hat keine Erschwernisse fürs Schießen in den Nahkampf. Also eben, wenn man selbst im Nahkampf ist. Achso, ja, getroffen hast du sowieso. Wow. Du machst halt so oder so, machst du halt. Eine 17, ich denke, das ist auf jeden Fall kritisch. Ja, das Vieh ist halt, hat halt eh nur 12 Leben. Wenn das, du da mit das ist einfach tot. Verdreifachter Schaden, da musst du gar nicht würfeln, das Ding ist weg. Der Baum steht in Flammen. Ja. So, Kervo hat geschossen. Eine Aktion hat er noch, der Kervo. Mhm. Und der würde gerne. Wie hoch ist denn dieser Busch? So hoch. Der würde noch versuchen aufzustehen mit einer Gewandtheitsprobe. Ja, kann er machen. Dann steht er. Dann kann er wieder sehen. Kann natürlich auch selber wieder angegriffen werden. Moment, ich habe jetzt aber noch Aktionen als Boltrax. Zwei. Ja, du kannst gleich handeln. Kervo ist aber immer noch auf der 9 dran. Mhm. Geht auf, passt. Funkenschlag ist tot, zieh wieder weg. Voltag 17. Ja, dann würde ich gerne ein... Ach, er lag da so schön. Ich finde, da könnte er sich auch wieder hinlegen. Mhm. Jetzt kommt der Umwerfen. Archifaxius. Aber so klar. Dann gib ihm 2W6 und bring ihn um. Ja, ich halbiere die Wirkungsdauer. Also, dass ich ihn in 2 Aktionen durchbringe. Das wäre eine Erschwernis normalerweise um 5. So allerdings nur um 3, weil ich da die Spezialisierung drauf habe. Und dann schauen wir uns den Bums doch mal an. Stopp, freie Aktion auf den Boden werfen. Du weißt nicht, stimmt. Das was kommt. Nee, stimmt, ist richtig. Stimmt. Die höhere Initiative bei Boltax, da kannst du nicht mehr handeln. Nee, stimmt schon. Okay, und dann haue ich 2W6 raus. Jetzt 2-1, er fällt halt trotzdem hin. 7. Ja. Abzüglich Rüstung sind. Aber die zweite Aktion kommt doch hier, wo ich bin, ne? Ja, zweite Aktion kommt 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Aber du siehst, er zaubert halt ohne Dings. Stimmt schon. Nee, kannst du dich nicht gegen wehren. Geoden, mhm. Kervo kann keine Geoden. So, das sind 7 TP. Genau, die ich ausgewürfelt habe. Das verdient er 4 LEP. Ich glaube, das ist eine Wunde. Und einen Angriff zum Niederwerfen, wenn ich mich erinnere. Genau, darum geht's. Ein Angriff zum Niederwerfen, Körperkraftprobe erschwert um 1 pro 5 angerichteter TP. Bei mehr angerichteten Schadenspunkten als Konzi durch 2 Minuten. Du brauchst nicht weiter vorlesen, er hat es geschafft. Bleib stehen. Warte, senkt Erz nicht die Wunschwelle?
Warte, macht aber nichts von viel. Ist egal. Ist völlig egal. Es ging nur darum, ob er jetzt drauf geht oder nicht. Ja, deswegen, wenn es jetzt eine Runde geht, kann er drauf gehen mit Zusatzschaden. Nein. Ach so, wegen Bauch. Ja, oder Brust. Ja, dann los. Dann würfel die Trefferzone. Bei mehr angerichteten Schadenspunkten als Konstitution durch 2 minus 2 des Opfers entsteht eine erste Wunde. Eine zweite bei mehr Schadenspunkte als... Okay, das ist eine alte Formulierung, aber sie bedeutet, dass die Wundspannung minus 2 ist. Ja, komm, würfel Trefferzone, Beutax. Dann musst du auch 6 Schaden machen für den Moment. Ne? Ja, ich würfel gerade. Der Junge ist nicht eisern, wir müssen nur einen Schaden machen, damit er kampfunfähig ist. 20. Opf, tot. Bam, Alter. Bam. Nice. Oh, sorry. Bam, Boltax, bam. Gut, dann nehmen wir Kervo runter. Ach, ist das ärgerlich. Jetzt verlieren vor allem die Perschirasche ihren Befehlsgeber. Ich würde gerne meinen Heiltrank nehmen, der mir gereicht wurde oder dem eingeflößt wurde. War das überhaupt eine Wunde? Weil 7 Trefferpunkte minus. Ja, die Wundschwelle ist bei 1 und 2 gesenkt. Ja, aber das war trotzdem keine Wunde. Weil das gegen minus Rüstung macht es 4 Trefferpunkte. Du müsstest 6 Schaden machen bei gesenkter Wundschwelle, um eine Wunde anzurichten. Voltax, Schicksalspunkt hast du nicht mehr, ne? Stimmt, ich habe den Schicksalspunkt habe ich leider schon ausgegeben. Ja, hast du noch einen Schicksalspunkt? Leider nicht. Dann lebt er noch. Dann lebt er noch. Blöd gelaufen. Ja, ist trotzdem in Ordnung. Aber er liegt nicht am Boden. Mit 5 weiß ich nicht, ob er noch steht, ne? Ja, du musst unter 5 sein, glaube ich, für Eisern, damit du Eisern brauchst. Gut, gib mir mal eine Initiative. Er hatte vorher 16 gewürfelt. Nee, du würfelst neu. 3 Aktionen umfallen macht er trotzdem. Okay, er stellt sich tot. Im Moment, wo er den Schaden abkriegt. Stellt sich tot, finde ich gut. Kam die an, die W6? Nee, war? Nein. Die kam. Dann bin ich bei 17. 17? Yep. Na gut. Hast du eine Wunde? 2 Wunden. Ich weiß nicht, rechter, linker Hand. Ja, wenn er getroffen hat. Kannst du erstmal nicht ignorieren, ne? Die gelten zusätzlich. Aber ich habe trotzdem kann ich meinen Heiltrank nehmen, der mir gereicht wurde. Ja, das war was für eine Isorun? Quali-C. Plus 4. Das sind 2W6 plus 4. Voltax hat gehandelt, die kam. Teilt eine Wunde. Kann man jetzt machen, wahrscheinlich wieder Schildschaden. Würfel ich nicht aus, ist mir zu blöd. Herr Scherasch, machen Schildschaden bei Voltax, das könnte interessant sein. Ja. Ah, okay, der Junge ist übrigens doch kampfunfähig. 17. Sind nochmal 2 Schildpunkte, die du verlierst. Dann sind es noch 2. Rafim hat er vorgezogen, ne? War es diese Kampfrunde? Ja, war diese Kampfrunde. Nee, letzte. Nee, war diese. Wir haben mit den Zombies, mit den Ghoulfressen Okay. Schon. Ja. Asavo flößt weiter Heiltränke ein. Isaro ist auch weiter am Einflößen. Yala. Ich kann ihm leider keinen Tritt mit dem Gaul mehr geben, obwohl ich gerne möchte. Ja. Also reiten wir erstmal den Kamerad vor uns platt. Was sag ich mich gerade, wenn man es nimmt? Den Kamerad vor uns platt. Und bewegen uns dann. Dann machst du erstmal bitte eine vergleichende Körperkraftprobe gegen den Kamerad. Okay, kein Problem. Weil du aus dem Stand. Aus dem Stand bist und die stemmen sich. Ja genau, die stemmen sich halt gegen. Okay, warte, dann ziehe ich mich erstmal an meine erste Aktion, die zerschritt so in etwa. Okay, Körperkraftprobe für das Pferd. Das Pferd hat eine Körperkraft von lass mich in die Zobot schauen. Nur 29. Ja, sorry, plus 2, 31. Passt. Ja. So, diesen Angriff zum Niederwerfen, zum Niederreiten, sorry. Mal so, reiten plus 6. Ne, kannst du nicht niederreichen, du hast ihn nur weggedrückt. Du hast recht, okay, dann kann ich mir das sparen. Hast du nur weggedrückt. Die zweite Aktion, wenn es fertig ist. Ja. Erstmal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Gut. Wir sind alle durch, du bist der Letzte. Ja, gut, dann reite ich weiter hier außen herum. Öpfe mal einen 12 Schritt. Um hoffentlich gleich von hinten in die Gule reinzukommen. Danke fürs Reden. Nächste Kampfrunde. Alle anderen tot. Kaman hat auf der 9 und was macht Kervo? Kervo ist kampfunfähig. Er schafft eine Selbstbeherrschung gegen die 12. Und möchte sich erstmal. Wieso ist er kampfunfähig? Weil er 5 NEP hat. Ich habe gerade nachgeschaut, auf der 5 geht schon was auf der 5, wegen Eisern, weil er nicht eisern ist. Richtig. Genau. Er kann eine Selbstbeherrschung an 12 versuchen. Schauen wir mal. Ein Doppel 1 ist immer drin. Das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Aus, ne? Und vor allem, wenn der Baum jetzt brennt. Ja. Er kann, glaube ich, noch mit Geschwindigkeit 1 sich fortbewegen. Mit Geschwindigkeit 1, genau. Dann kriegt er hier weg, ne? Hinten wegkriechen und versuchen, auf dem Kamanat dann irgendwie wegzureiten oder so. Ja, finde ich gut.
Nicht gut, dann wird ein Kamanat gerufen und als Reittier dann ihn abtransportieren. Nimmst du den zweiten auch noch mit? Nö, das siehst du nicht. Wir sehen nicht, dass der Kamanat wegrennt. Nein. Der Kamanat, den wir gerade noch. Guck doch mal, wie du gerade stehst. Der hat den Kopf frei. Was? Bitte? Ja. Nee, ihr reitet jetzt direkt auf Gule zu. Sinnschärfe Bobo plus 7. Nimm ich. Nee, du nicht, nur Beutax. Dann halt Beutax, der nimmt das doppelt. Du reitest jetzt in Gule rein, Freundchen. Plus 7? Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Sinnschärfe. Nicht gut aus. Ne? Einmal brauchte ich dich! Danke. Das merke ich mir. Bei den Perschirashim lasse ich gerade mal vorziehen. Die würfel ich einzeln aus. Da verabschiedet sich das Schild und jetzt kommt der Angriff auf Beutax. Dann machen wir mal einen Sturzflugangriff. Hector? Mhm, das sind zwei Stück. Einen haben wir noch. Eine. Auf die 18. Okay. Dann machen wir wieder mit der 6er Anzahl. Ja, bitte! Was? Ja. Plus 6. Plus 10 insgesamt. Ein W plus 10. Sind 11. Wir finden einen Schwertarm. Was hast du für eine Rüstung? Ich? Ja. Wieso? Ich habe noch 2 Punkte. Nee, den habe ich vorher abgezogen. Der erste Angriff hat den erste, den ersten Perschirasch, der hat den Schild kaputt gemacht und der zweite hat jetzt nach dem Schwert angepackt. Ach so, okay, gut. Ich habe 6 Punkte Rüstung. Ja, 11 minus 6 sind 5. Ja. Gut, dann haben wir Perschirasch durch. Ghule sind noch dran. Wahrscheinlich wird Rafim vorziehen und den schnetzeln, ne? Das ist korrekt. Ja, ich muss nur gerade gucken. Würfel mal TP. Nur TP. 15. Oh. Dann musst du dir eine zweite Attacke streichen, dann ist er tot. Ja, kein Problem. Eine Aktion hattest du noch. Ihr könnt sehen, wie sich die Kamanatim jetzt auf die Ghule stürzen. Die haben immer noch keine wirkliche Sicht auf euch. Ghule werden aber sicherlich in der nächsten Kampfrunde tot sein. Wir dürfen ausgehen. Dann habe ich die Ghule durch. Beutax wurde angegriffen, du kannst aber noch handeln. Ja, stimmt. Naja, ich könnte ja nochmal ein Guardianum hochziehen. Was sollst du? Dauert nur 2 Aktionen, Schild gegen Dämonen ist... Würfeln? Ja, mache ich. Aber mir. Ja, ich bin auch noch kampffähig oder kann ich auf die Karte handeln wieder? Nee, passt, kannst machen. Dann würde ich einen Blitz, ich finde, auf diesen Ghoul werfen. Okay, ja, kannst du gerne tun. Im ersten nur 15. Alter, das hast du sogar gerade so gelungen. Genau, okay. Ist gelungen. Die Ghule werden sowieso sicherlich jetzt durch die Kammer nach dem geschnetzelt, hat ja schon gesagt, aber passt. Ja, wie acht Aktionen jetzt geblendet. Von Beutox kriegt noch ein Guardianum. Ja, einen Moment, ich muss gerade was gucken. Also du kriegst ihn auf jeden Fall. Ich weiß nur gerade die Erschwernis nicht für den Schild gegen die Mond. Die Kammer hat die kämpfen noch, die Perschirashim haben schon gekämpft, Rafim hat noch eine Aktion. Ich möchte auf den Wagen hier steigen. Ja, die kämpft, die tanzt noch, bringen sie einfach um. Ja, ist der Plan. Ist drei. Alles klar, danke dir. So, Asavo ist fertig mit Heiltrankeinflößen. Den lasse ich gerade nochmal raus. Isarun darf ihre 2W6 plus 4? 3W6 sind es, genau. 2W6 plus 4? C oder D oder was? Nein, ich trinke einen Zaubertrank. Der hat einen Zauber? Oh, okay, Entschuldigung, ja. Zaubertrank. Wie viele ASP hattest du noch? Ich habe im Moment noch 13. 13, na gut, dann Zaubertrank rein. 9. Ich hätte auch mal besser würfeln können, egal. Was sind das 3W6 plus 6 oder? Nö, nee, einfach nur 3W6. Einfach nur 3W6. Jalan. Da ich ihn nicht gesehen habe, dass der Typ abhaut, werde ich meinen ursprünglichen, oh, sorry, ich wollte das Pferd nicht ziehen, Plan fortführen und davon hinten reinreiten. Hör auf dich! Sorry. Danke dafür, da die Kamerad hier jetzt im Weg sind, werde ich... Aber die werden weggedrückt, wenn ich hier durchreite. Ja. Ja. Der Guardianum ist aus. Ja, momentan. Noch. Ja, nutze ich die Gelegenheit, um den Kamerad einen Sturmangriff zur Pirna reinzudrücken. Den Kamerad, ja, kannst du machen. Im ganz Äußeren. Ja. So, das ist eine Reitenprobe erschwert um die 4 oder 6. Ich würfel einfach erstmal reiten. Ja, das ist eh schwer, das ist egal. Und dann den ganz normalen Nahkampfprobe erschwert um 4. Ich möchte da noch eine...
vierer Wuchtansage von den Gold. Komm, eine zweier Wuchtansage insgesamt. Sind wir heute etwas risikoavers? Kein Patzer. Es ist kein Patzer. Doch. Nein, 24 weniger 6 sind 18, ist genau kein Patzer. Das ist mein Angriff. Sehe ich da. Es ist mein. Du hast recht, aber mein Angriff ist um 3 erleichtert, weil ich von Pferd gegen Nicht-Pferd angreife. Also gegen Fußgänger angreife. Entsprechend ist es trotzdem kein Patzer. Danke sehr. Okay. Oder möchtest du mir sagen, dass der Kammernat die Größe von einem Berittenen hat? Nein. Also es ist Beritten gegen Nicht-Beritten und damit für 3 erleichtert. Gott, Glück gehabt. Okay, dann würde ich ganz gerne... Das halt trotzdem nicht. Das heißt, ihr kriegt einen Point Passierschlag, wenn ihr möchte. Dann würde ich ganz gerne eine Beschreibung von euch haben. Und zwar, wie ihr jetzt die nächsten, sowohl Gude als auch Kamanat, jeder einen nach dem anderen tötet, umbringt. Wir fangen an mit Boltax. Ja, schützend ziehe ich meinen Zauber einmal mehr hoch, sodass ich Yalan von verschiedener Seite aus schützen kann. In der Zwischenzeit rufe ich natürlich verschiedene Eindrücke, verschiedene Sinneseindrücke. Ich schütze das Pferd durch meinen Zauber, sodass es über die entstandene Eisfläche treten kann, ohne dass sie selbst Eis berührt. Und so gelingt es nach einiger Zeit und einigem sinnvollen Arbeiten, die Kamanati nach und nach zu reduzieren. Zum Schluss zücke ich meinen Bernsteindolch, gehe auf die Koski, die ausgestoßenen Wesen zu, deute auf sie mit dem Dolch und sage... Ah, warte. Aber Rafim kann ja auch noch. Genau, ja, dazu wollte ich ja kommen. Ich wollte sie nicht töten. Okay. Die muss noch getötet werden. Dann bin ich wieder weg. Ja, ich ziehe, da der Kampf ein wenig abflaut, endlich diesen verfluchten Nagra-Pfeil aus meiner linken Hand oder rechten Hand und werfe ihn weit von mir und warte, dass der Balsam in meinem Ring anspringt und diese Wunde endlich schließt. Du kannst erkennen, dass sich wohl ein schwarzes Mal auf deiner Hand gebildet hat, was sich jetzt, sieht aus wie eine schwarze Schneeflocke, die sich direkt um deine Hand herum gebildet hat. Und auch wenn dann das Artefakt von dem Schiffsmagus aus der blutigen See anspringt und deine Hand wieder zuwächst, kannst du wohl trotzdem weiterhin erkennen, wie eine riesige schwarze Schneeflocke auf deiner Hand zurückbleibt. Das ist Rafim, denke ich mir. Ja, Rafim springt auf der anderen Seite, sobald Isarun sich ein bisschen in Richtung der Ghule und der Kamanati bewegt, steht am Rand des Guardianums und tötet einen nach dem anderen, immer wieder ausrufend: Alles, was Großes, wurde auf Leute errichtet. Stirb, anstatt dich zu ergeben. Was dich nicht tötet, macht dich stark. Und wenn Boltax springt dich von der Seite an, kannst ihn einfach in zwei Teile schneiden und siehst, wie widerliche Sekrete an dir vorbeifliegen. Ja, wenn Boltax die Alte immer noch nicht getötet hat, wenn man sich umdreht. Du siehst, wie er gerade mit dem Dolch auf sie deutet und ihre Bewegung, das Zucken von dem Zwingtanz lassen gerade nach. Sie guckt dich erschöpft aus rot glühenden Augen an und bricht da fast zusammen. Rafim würde mit einer Hand sich auf den Wagen abstützen, darauf steigen und dir ganz unzeremoniell den Kopf abhacken. Du warst schwach und hast den Preis bezahlt. Asabo derweil springt von der anderen Seite runter, pflückt sich nochmal die beiden Stabteile, die zerbrochen sind, und steckt die dann nochmal ein, beschlagen mit dem Meteoreisen und drischt nochmal von hinten auf den Schädel eines Kamanats mit dem Stab, sodass dann auch der mit einem Knacken einmal kaputt geht. Und er dann auch wieder in Schnee, in schwarzen Schnee dann zerfließt. Isarun lenkt die Aufmerksamkeit der Perschirachim mit doppeltem Ignifaxius auf sich, sodass sie gegen ihre Kuppel prallen, bis irgendwann die anderen mit ihren Gegnern fertig sind und wir gemeinsam mit unseren Waffen die fliegenden Dämonen zerhauen können. Irgendwann könnt ihr sehen, wie die Perschirachim euch doch dann erblickt haben und wenn sie dann gerade nach euch Ausschau nehmen mit ihren starken, spitzen Schnäbeln dann nach dir runterhacken, kannst du noch das dritte Auge auf der Stirn erkennen, kannst du dann dein Schwert ihnen einfach nur entgegenstrecken, sodass sie sich dann wohl selbst pfählen und dann in schwarzem Schnee zergehen und zerspringen. Yalan.
Dann umkreist noch einige Male den Wagen nach der Realisierung, dass mit den Guardianen, mit den Gamma natürlich nicht gut Kirschen essen ist. Und pflückt einfach alles weg, was entweder wegrennen möchte oder nochmal aufsteht, auch wenn irgendwelche Gute sich noch da herumträumen. Und so könnt ihr nach einiger Zeit, die vergeht, und der Schlachtenlärm verklungen ist, noch einiges wehleidiges Klagen und Jaulen von verbliebenen Ghulen, die sich dann durch die Tunnel zurückziehen, sehen, wie dort die erschlagenen Fjarninger liegen, das Blut, was sich wohl so ein bisschen bläulich-schwärzlich von den Paktierenden die Wesen ausbreitet. Aber der Wagen gehört euch und das Teriak ebenso. Stinkt nach Blut, nach Waltran, aber ihr seid siegreich.